Hallo, heute mal Folge aus Sondeln im Regen. Es hat mich erwischt, es regnet hier ziemlich schlimm. Und ja, wir müssen dann noch weitermachen. Haben wir noch einiges. Und Genehmigung ist noch recht groß. Ja. Tier ist wieder dabei. Und ja, bis zum Wald rüber sind noch ein paar Meter. Dann haben wir das Stück hier abgeschlossen. In den Wald rein gehe ich eigentlich ungern und so ein Rundumblick. Jetzt fängt es wieder an zu regnen. Es gibt kein schlechtes Wetter, nur ungenügende Ausrüstung. Ja, und dann hier hinten geht es dann wieder weiter, nach vorne zu, hier noch mehr Genehmigungen, die dann abzuarbeiten sind. Testlauf haben wir heute schon mal gemacht hinterm Wald, da war recht wenig los. Ja, wieder dabei mit dem XP. Ich habe eine Schutzhülle drüber, jetzt ist zur Sicherheit einfach eine Folie drüber. Gibt auch so Schutzhüllen. Der einzige Nachteil eigentlich von dem Detektor, dass er einfach nicht 100% wasserdicht ist. Ne? Also wenn man es ran wegklippt, und einen Gürtel trägt oder so oder am Arm gelenkt, dann ist natürlich kein Problem. Aber ich habe ja gern die Anzeige vom Display irgendwo dran. Und in dem Fall halt, so, die ganzen anderen Sachen sind auch nicht viel besser, das sieht man eigentlich durch. Wunderbar. Ich habe so ein gekauftes Display-Schutz auch, aber das tut genauso. Ich habe heute den Display-Schutz nicht dabei und deswegen nehme ich die Tüte mit. Und ja, so Detektoren wie der Garrett IT Pro und so, natürlich total wasserdicht, aber ich suche nicht im Strandbereich. Also für mich ist der Deus eigentlich super. Also los geht's, bis zum ersten Fund. Erster Fund von heute. Eine alte Gürtelschnalle, aber ziemlich aus Eisen, ziemlich verrostet. Ja. Okay, nächster Fund. Ist eine Münze. Mal kurz genauer schauen. Ja, so nicht zu erkennen. Vorsichtig reinigen, dass wir es nicht beschädigen. Die Patina ist ja schön. Ja. Okay, bis zum nächsten. Nächster Fund. Der Ring. Aber leider ein Eisenring, oben verrostet. Ja. Okay. Ah, ein D-Mark. Okay, mit 1957. Alles klar. Auf zum nächsten Fund. Okay. Mal sehen. Hier. Okay, oh. Das ein bisschen teilen. Das besser finden. Was haben wir denn hier? Schutzmarke Lift. Okay, Getränkekappe. Schade. Und ist eine Elixierflasche. Ist aber nichts mehr drin. Ja. Also Zaubertrank, ja? Vom Asterix. Das glaubt okay. Oder nicht? Heute ist der Tag der Mark, glaube ich zumindest, ja. Und schon wieder eine Mark. Also hier liegt die große Kohle begraben. Was haben wir denn hier für eine? Sie ist gleich auch noch selber. Schärfe. Darf ich? Warte mal. Darf ich? Klar darfst du, warte mal. 1975, ja. Kennt man ja, wie der Mark aussieht, ne? Na ja, schaust du mal an. So hat die deutsche Mark mal ausgesehen, als es sie noch gab. Ja, genau. So sah die aus. Okay. Und bis zum nächsten. Das haben wir heute gefunden. Also ziemlich eisenlastig. Wie gesagt, Eisenringe, wieder Eisenstücke, Schlüssel, Metallbauteile, Schnalle, Eisen. Hier ein Stück von, ich denke mal, alten Taschenuhr.
Innengehäuse, ein Stück von der Glocke, Munition, eine alte Münze, 2 D-Mark. Ja, und ansonsten, wenn man was draufwerfen will, das war der ganze Schrott von heute. Also, aber dafür ist die Kartierung zu Ende und die Wiese ist sauber. Kann es natürlich nicht lassen, auch heute wieder einen kurzen Test zu machen mit meinem Gerät natürlich, Bluepointer, und mit dem zweiten Gerät von schon MD6002 Pinpoint Power Supply Made in China. So, beide arbeiten mit dem gleichen Akku. Jetzt schauen wir mal. Also hier haben wir das eine Gerät, nehmen wir mal unsere alte Münze und ganz interessant, ne? Nur vorne. Nur vorne ein bisschen empfindlich. Und da drumherum. Muss man halt wissen, ne? Also das ist nur im vorderen Bereich und auch ganz nah dran nur. Vergleich mal, der Gerrit, ja, bekannt, ja, hat ja, sagen wir, fast jeder. Einschalten hilft. Na? Das ist natürlich schon eine andere Dimension. Also ich denke mal, mit dem günstigen Gerät hier irgendwas in der Erdscholle zu finden, ist etwas schwieriger. Ja, die Kinder nehmen den gerne her, aber muss man wirklich schon genau ans Objekt hin,